Also wir brauchen noch ein paar Punkte fürs Achtelfinale. Also so weit bin ich jetzt nicht. Sie sehen mich nicht tanzen und Sie wissen jetzt auch aufgrund meiner Ausführungen, dass wir uns noch steigern müssen, dass wir uns gegen hochkarätige Gegner besser aufstellen müssen. Na, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall steigern können von Spiel zu Spiel. Und ich sage mal so, ja, ich sage mal, unser Großblick ist immer noch nach Hamburg. Aber es muss immer von Spiel zu Spiel gespielt werden. Aber ich denke, wenn wir jetzt so an die Leistung anschließen, die wir in den letzten Tagen gezeigt haben, ist es auf jeden Fall ein positives Ziel. Endlich mal ein europäischer Gegner, sage ich mal. Also wahrscheinlich eher, was wir gewohnt sind gegen die Mannschaften, die wir schon öfter gespielt haben. Wir haben auch schon letztes Jahr gegen die gespielt, haben da ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Erinnerungen aufglänzen lassen. Ganz, ganz, ganz viel Lob und nochmal diese ausgewählten Spielerinnen, die wir da zusammengefunden haben, machen das wirklich seit 20 Monaten überragend gut. Und da dürfen Sie auch zu Recht stolz drauf sein. Ich glaube, dass es ein Team ist. Das ist wirklich das Allerbesonderste. Also ich glaube, es ist immer ganz schwierig, bei 16, 22 Frauen irgendwie alle unter einen Hut zu bekommen, sodass auch irgendwo alle zufrieden sind und dass der Mannschaftsspirit irgendwie stimmt.